Double Fine. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf dem Kanal Psychonauts. Was ist das? Ein Double Fine Productions. Ja. Gut, dann wollen wir mal losstarten. Wir laufen auf einem Gehirn. Was haben wir hier? Drücke A, um ein neues Spiel zu beginnen. Fortzufahren. Spielstand zu laden. Wir wollen ein neues Spiel. Whee! Der menschliche Geist. 900 Kilometer Synapsen. 5,5 Unzen Gehirnflüssigkeit. 1500 Gramm komplexe Gehirnmasse. 3 Pfund, aus denen die Träume sind. Aber in Wirklichkeit ist das ganz anders. Es ist das ultimative Schlachtfeld. Und die ultimative Waffe. Die Kriege unseres modernen, übersinnlichen Zeitalters werden irgendwo hier in diesen feuchten Windungen ausgefochten. Von heute an seid ihr alle übersinnliche Krieger, paranormale Fallschirmspringer, mentale Marinesoldaten, die in das größte aller Abenteuer auslaufen. Das ist unser Brückenkopf und das ist das Landungsboot. Ihr greift den Feind in seinem eigenen Verstand an. Ihr werdet seine Träume heimsuchen, seine Dämonen bekämpfen und seine Albträume erleben. Und jene von euch, die gut kämpfen, werden bald zu angesehenen internationalen Geheimagenten. Anders ausgedrückt, Psychonauten. Der Rest von euch wird sterben. Oh, Mori. Kinder, ihr werdet nicht sterben. Na, wer es nicht schafft als Psychonaut, kann genauso gut auch tot sein. Ich dachte, das wäre ein Sommerlager. Ach, Dugan, keine Bange wegen Coach Oleander. Ich komme schon seit Jahren her. Und glaub mir, hier ist noch nie etwas passiert. Ja, Dugan, Lilly hat recht. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Außer vielleicht über dieses Riesenmonster im See. Du weißt schon. Bobby Zilch! Du solltest den anderen keine Angst machen mit dieser lächerlichen alten Legende. Die Kinder sollen keine Angst haben, wenn sie nachts allein im übersinnlichen Sommerlager am Flüsterfelsen spazieren gehen. Das gilt auch für unsere besonderen Gäste, die Superstar-Psychonauten Sascha Nein und Mila Vodello. Oh. Seemonster! Formation. Esse sträubt sich. Schnell, bringt es hierher. Was ist es? Nur ein kleiner Junge. Wie heißt du, Schätzchen? Ich finde es heraus. Komm, nicht rein. Ach. Mein Name beginnt mit D. Ist Rasputin. Ach. Aber alle nennen mich Raz. Bitte töte uns nicht, Seemonster. Faszinierend. Dicht wie ein Panzer. Leider bin ich spät dran. Ich möchte das Briefing nicht stören, Agent Oleander. Agent Nein, Agentin Vodello. Macht einfach weiter. Und wo spazierst du jetzt hin? Du bist in ein geheimes Trainingslager der Regierung eingedrungen. Ich weiß, ist doch toll. Okay. Ich setz mich jetzt einfach still darüber zu den anderen Kadetten, ja? Hey, wie geht's? Coole Mütze. Wir müssen diesen jungen Mann sofort von hier wegbringen. Ich rufe seine Eltern. Was? Aber bildet ihr hier keine Psychonauten aus? Ja, Kleiner, aber... Um über die Astralebene zu schweben?
Um einen Psychokrieg gegen die Feinde der freien Gedanken zu führen? Das habe ich vorne auf die Broschüre geschrieben. Und wegen dieser Worte bin ich hier, Coach Oleander. Wissen Sie nicht mehr, was sonst noch in der Broschüre steht? Du wurdest mit einer speziellen Gabe geboren. Doch die Leute behandeln sie wie einen Fluch. Deine Mutter hat Angst, dein Vater blickt verächtlich auf dich herab und schämt sich. Komm ins übersinnliche Sommerlager am Flüsterfelsen. Zeig es ihnen allen. Zu Hause bist du ein Einzelgänger, ein Ausgestoßener, ein Zirkusfreak. Doch hier im Dojo, in diesem übersinnlichen Dojo, wirst du zu einem Held. Gib den Soldaten ein Bett. Okay. Und das ist Bart Simpson. Also, Schätzchen, du kannst ein paar Tage hier bleiben, bis deine Eltern dich holen. Aber am paranormalen Training kannst du ohne Einverständnis deiner Eltern nicht teilnehmen. Tut mir leid. Oh Mann, hast du ein Glück. Du darfst bald nach Hause. Nach Hause? Aber da ging's mir so wie dir, Dogen. Von der Familie bestraft für Kräfte, um die ich nie gebeten habe. Aber hier habe ich die Chance, was zu sein. Etwas anderes zu sein. Sie können mich ruhig holen, Dogen. Aber sie suchen nach Raz, dem Jungen. Was sie aber finden und was sie nicht erwarten, ist Raz, der Psychonaut. Und dann lässt du ihren Kopf explodieren? Nein. Machst du das? Nein. Naja, nur ein einziges Mal. Aber jetzt trage ich den Spezialhut. Willst du mal anprobieren? Nein. Solche mentalen Kräfte habe ich in dem Alter noch nie gesehen. Wenn ich nur im Labor ein paar Experimente mit ihm machen könnte, der würde mehr aushalten als die anderen. Der Kerl ist einzigartig, nein! Und ich lasse nicht zu, dass sie ihn als Versuchskarnickel benutzen. Ich habe große Pläne für diesen Verstand. Okay. Gut, Profil herstellen. Okay, dieses Bett ist frei. Bett wählen. Raz. Gib den Rufnamen ein. Eigentlich schreibe ich noch normalerweise immer Enel hin, aber Raz passt zu ihm. Raz. Oder besser gesagt, Bart Simpson. Zumindest seine Jetzt Stimme. Jetzt gibt mal langsame Ruhe. Wir haben morgen viel vor. Ich möchte euch kröten, morgen allesamt um Punkt 6 Uhr früh im Klassenzimmer sehen. Kapiert? Ich bin der frühe Vogel und ihr seid die Würmer. Und jetzt Licht aus! Okay. Okay, kurzer Sehtest, bevor es losgeht. Hä? Sieh mal nach da drüben. Okay, bewege die... Wow, gut. Was ist denn das? Eine Psi-Aufstiegsmarkierung. Die Lehrer verteilen sie auf dem Gelände, um die Schüler zu testen. Jede, die du findest, befördert dich um eine komplette Stufe. Aha. Sieh jetzt mal bitte nach oben. Okay. Manche der alten Markierungen sind zerfallen. Man findet nur noch ihre Einzelteile. Wenn du genügend Psi-Karten findest, kannst du sie wieder zu einer Markierung zusammensetzen. Dazu musst du allerdings einen Psi-Kern im Laden kaufen, um sie zusammenzuhalten. Wenn du fleißig aufsteigst, kannst du bald neue übersinnliche Kräfte einsetzen, von denen du nicht einmal wusstest, dass du sie beherrschst. Und wann werde ich dann Psychonaut? Weil ich nämlich fertig sein muss, bevor mein Vater kommt und mich abholt. Hey, wo ist er hin? Er kam mir irgendwie bekannt vor. Wenn du die Kameraeinstellung verändern willst, drücke dieses Zeichen, um dein Tagebuch zu öffnen und wähle auf der ersten Seite den Menü Optionen. Okay. Spiel wird geladen. Hey, Raz, beeil dich!
dich! Du kommst dann zu spät zum Hirntraining für Anfänger! Juhu! Hirntraining für Anfänger ist super cool! Wuhu! Okay. Coach Oleando in Hindernisparcours bestehen. Okay. Die Kamera bewegt sich so träge. Aha. Glückwunsch, du hast eine Psi-Karte gefunden. Wenn du 9 solche Karten gefunden hast, kannst du daraus ein Psi-Aufstiegsmarkierung basteln. Okay. Dazu benötigst du aber einen Psi-Kern aus dem Laden und ein wenig Hilfe von Ford Crawler. Crawler? Okay. Moment. Tage buche. Benutze oder um durch den Tagebuch zu navigieren. Okay, Optionen, Steuerung. Ich glaube, das, ja, hier, Mausempfindlichkeit. Kamera, Ego-Perspektive umkehren. Okay, es gibt noch eine Ego-Perspektive, gut. Gut, okay, so ist es schon besser. Nicht mehr so lang wie vorhin. Ich sage es euch zum letzten Mal, nein! Ich würde das niemals tun. Ich könnte niemals alle töten. Oh, hallo, Raph. Eichhörnchen-Probleme? Die lügen bloß. Egal, was sie dir sagen, es ist eine Lüge. Ich glaub dir aufs Wort. Kommst du mit zum Unterricht? Klar, wir treffen uns dann dort, sobald ich diese Burschen zum Schweigen gebracht habe. Okay, drücke um zu Au! Stopp, du Haut! Hey, tut mir leid, dass ich dich vorhin geschlagen habe. Das war wirklich ein Versehen. Ja, schon gut, Wes. Ich weiß ja, dass du so etwas nicht absichtlich tun würdest. Kommst du mit zum Unterricht? Klar, wir treffen uns dann dort. Sobald ich diese Burschen zum Schweigen gebracht habe. Vermutlich hat es Tollwut. Es war wirklich ein Unfall. Würde ich nicht. Eichhörnchen sind gar nicht so klug. Das werde ich nicht tun. Okay. Wow. Ihr Eichhörnchen kommt euch okay, so das hier hattest du verdient. Man okay. Sieht sich in der Hölle. Und jetzt? Oh, kommst du mit? Was lügen sie dir eigentlich überhaupt vor? Nichts. Kommst du mit zum Unterricht? Klar, wir treffen uns dann dort. Sobald. Okay. Er hat sie also erledigt. Was ist mit den Eichhörnchen passiert? Wir haben gelogen. Gelogen. Und dann sind sie gegangen. Okay. Juhu. Okay, nicht schlecht. Auf Hochseilen wie diese solltest du balancieren können. Whee. Okay, versuch dich an diesen Holzpfeiler zu hängen und zu schwingen. Versuche oder. Aha. Okay. Ah! Und. Go! Oder. Auf einer Oberfläche, die mit einem Netz überzogen ist, kann man in alle Richtungen klettern. Gut. Was ist das? Drücke, um nach oben zu ziehen. Diese erste Pfeilspitze. Deine erste Pfeilspitze. Pfeilspitzen bestehen aus Psinatium. Dies ist ein seltenes, sehr wertvolles Psychoreaktives Mineral,
Du kannst mit diesen Pfeilspitzen im Laden in der Haupthütte und anderen Dingen kaufen. Anderswo Dinge kaufen. So. Okay. Du kannst über schlammige oder glatte Oberflächen nach unten rutschen. Okay. Verdammt. Oh. Er kann einen Double Jump. Und was haben wir hier? Ganz fest gefroren. Wie es aussieht, ist es völlig in dem Eisblock eingefroren. Okay. Du hast leider keine Fähigkeiten, die Feuer erzeugen, oder? Willst du deine Gegenstände aus deinem Rucksack nehmen? So, zeige mit linken Traufe und drücke dann A, um ihn wieder in den Rucksack zu verstauen, drücke B. Nein. Ah. Okay. Das heißt, wir müssen darüber. Okay. Whee! So, komm her. Eine weitere Spitze. Okay. Hm. Aha. Gut, wir haben das weggegrabt, also weggeschmissen, aber. Ist das ein Stein, oder? Hm. Okay. Also bis jetzt macht das Spiel Spaß. Gut. Noch mehr Pfeilspitzen, oder? Ja. Gut. Und dann... Also, du triffst dich mit Elka. Heißt das, du hast weniger Zeit für mich? Quatsch! Ich schätze, es wird sich gar nichts ändern! Pfeifdorf-Partner! Keine Frau wird jemals... Hey, lass meinen Freund, der kommt zu spät zum Unterricht. Komm schon, James. Komm schon. Okay. Full Cross. Das hat sich vollkommen nicht verändert. Warum so eilig? Nun, du weißt ja, was man über langsam rollende Büsche sagt. Was? Nein, weiß ich nicht. Okay, Rest. Unser Schlaf. Schlaf gemacht ist da oben. Okay, was haben wir hier? Mh, lecker. Gut. Okay, hier haben wir schon alles. Okay, hier rüber und hier drauf. Von. Ah, verdammt. Dafür kommen wir nicht hoch genug. So, wir müssen... Ah, überall durchsuchen, denn überall gibt es wunderbare Schätze. Okay, der kann mit diesen Schuhen einfach so auf... Oh. Nein! Verdammt. Okay, wie kommen wir da hoch? Oh, und da drin ist, glaube ich, noch etwas. Nee, das waren nur die Flaggen da. Gut. Ist das Mädchenwohnheim? Ja. Haben wir alles erkundet, was zu erkunden? Und was war das?
Nein! Okay. Boah, das muss wohl der schlechteste Bandname sein, den ich jemals gehört habe. Und zwar wirklich jemals. Jemals! Und mit schlechtester meintest du nicht zufällig besser? Denn das dachte ich eigentlich. Nein, schlechtester. Wie in ich kann nicht glauben, dass wir Freunde sind schlecht. Jetzt geh einfach in dich, Phoebe. Und du wirst feststellen, dass The Levitators so ziemlich der coolste Name ist, den eine Band nur haben kann. The Levitators? Sind wir eine Coverband, die nur bei Urkundenverleihungen von Motivationsseminaren spielt? Ich habe geübt und ich denke, ich könnte uns beide beim Auftritt zum Schweben bringen. Echt jetzt? Bloß nicht. Letztes Jahr hast du mich fallen lassen und meine Trommeln ruiniert. Die ließen sich zumindest reparieren. Aber die Platten, die du mit deinem Spontanfeuerwerk geschmolzen hast, die waren endgültig hin. Du weißt doch, bei einem guten Solo kann's heiß hergehen. Ist nun mal so. Und wenn wir die Band entsprechend benennen, denkt jeder, es gehört dazu. Oh nein, nicht schon wieder. Meine Damen und Herren. Bitte. Und jetzt bitte Applaus für... Nein. The Firestarters. Oh Mann. Okay. Da können wir die Band ja genauso gut gleich brennendes Juppen nennen. Was? Okay. Hallo, ja. Zwei. The Whispering Rockers. Was? Mein Vorschlag für einen Bandnamen. Warum seid ihr nicht beim Unterricht von Coach Oleander? Machst du Witze? In der Klasse ist letztes Jahr einer umgekommen. Ich glaube, es waren mehrere Kinder, Phoebe. Ja, mehrere blinde Kinder. Und der Coach hat sie von einer Klippe geworfen. Ja, weil sie zu spät zum Unterricht kamen. Beeil dich lieber. So, wo waren wir, Quentin? Hey, wie geht's uns heute? Ich wüsste dann noch einen Bandnamen. Nein, der letzte Vorschlag war echt prima. Ja, wenn du uns noch einen machst, müssen wir uns eh nur streiten, welcher davon besser ist. So, wo waren wir? Ah, genau. Jetzt reicht's, Quentin. Oder du verbrennst mich? Das kannst du doch gar nicht wegen deiner inneren Blockade. Darum sind wir ja auch Freunde. Du hast ja recht. Okay. Gut. Was machst du da? Du weißt, dass die Hütte leer ist, ja? Sicher. Ich übe für heute Nacht, wenn die ganzen Damen da sein werden. Fürs Spannen muss man üben? Hör mal, meine Eltern lassen mich Filme ab 18 gucken. Ich denke also, dass ich mich mit sowas besser auskenne als du, okay? Hey, okay. Aufgepasst, da kommt jemand. Der soll sich sein eigenes Loch suchen. Es sollte nur eine Warnung sein. Gut. Was haben wir sonst noch? Aha. Ah, da oben ist Crocodile, wie der heißt. Und was haben wir hier? Gut. Wer bist denn du, alter Mann? Du, neuer Junge, hast Bär im Wald lauern gesehen? Nein. Wirklich? Riesige, haarlose Bär? Nein. In Russland Bären viel kleiner, auch viel mehr Haar. Auch weniger lauern, immer bereit zu ringen. Dieser hier weglaufen und verstecken. Ich sag's dir, wenn ich was sehe. Kannst nicht ewig lauern, Bär. Okay, der ist schön. Ich sag's dir, wenn ich was sehe. Kannst nicht ewig lauern, Bär. Eins. Okay. Gute Nacht, du hast genügend Psi-Karten, um eine neue Psi-Aufsteigsmarkierung zu basteln. Kauf einfach einen Psi-Kern im Laden und verwende die spezielle Laborausrüstung von Fork Locker, um aus dem Kern auf den Karten. Und den Karten einen neuen Aufstiegsmarkierung herzustellen. Nach dem Unterricht heißt das! Okay. Okay. Gut, dann hier rüber. Und... Tada! Geschafft. Ha, ich dachte, wir hätten schon... 10. Oder brauchen wir nur 9? Ich glaube, wir brauchen nur 9. Gut. Was haben wir hier oben sonst noch? Hui! Aha, da geht es zu den... Okay, zum zentralen Lager. Na,
Der Rest vom Lager ist Sperrgebiet, bis du ein Hirnanfängerabzeichen hast. C-Sharp? Okay. In der Nacht hast du uns gut geholfen und jetzt so etwas? Aber ich finde es geil, dass wir hier durch die Gegend lernen können. Und der Typ spannt wirklich den Dura. Ja! Dämliches, lausiges Kuckloch. Okay. Wow. Gut. Hoch mit dir. Ich möchte mit der kosmischen Wesenheit sprechen, die mir diese Stimmen in den Kopf schickt, seit ich klein war. Okay. Die Wesenheit ist hier. Rede mit mir. Und ich möchte die Wesenheit besuchen. Oh. Oho. Also werden wir da hoch auch noch kommen können. Ich erhalte die Botschaften, aber sie sind zu schwach, um sie zu entziffern. Gut, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht es zum Unterricht. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.